Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Es gibt eine neue Marke bei Rossmann online zu kaufen und die wollte ich mit dir zusammen ausprobieren. Das ist die Marke Wet n Wild und da habe ich mir so gut wie alles, was ich finden konnte, von bestellt und möchte das gerne in diesem Video testen. Also wenn du Bock drauf hast, ein Fullface mit mir zusammen zu schminken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und wenn du keine Hauls, Unboxings, Reviews, Style and Talk, verrückte Videos mehr von mir verpassen möchtest, dann klick doch einfach hier unten auf den Abonnieren-Button, da unten befindet er sich. Und ja, dann bekommst du auch immer wieder alle Videos von mir in deiner Infobox angezeigt. Ja, und wenn du ganz cool bist, dann aktivierst du sogar die Glocke. Dann wirst du auch noch darüber informiert, dass ich ein Video hochgeladen werde und verpasst auch keins mehr. So, ein Primer habe ich tatsächlich im Rossmann Online Shop nicht gefunden oder er war ausverkauft, das weiß ich nicht. Deswegen habe ich mir einen drauf gemacht und starte jetzt direkt mit der Foundation. Das ist die Wet n Wild Photo Focus Foundation Fond de Teint in der Farbe Nude Ivory. Auch die Pinsel habe ich mir bestellt und für die Foundation habe ich jetzt einmal so einen flachen Pinsel. Und dann habe ich noch einen so einen Buffer Brush. Da muss ich mal gucken, ob ich den verwenden werde. Und zusätzlich habe ich auch noch ein Make-up-Schwämmchen. Das gibt es auch von Wet n Wild. Und das ist jetzt mit Wasser riesig geworden. Und es war vorher so klein. Also da in der Perforation sieht man ja auch, wie klein es vorher war. Das ist schon Wahnsinn. Und ja, das ist sehr, sehr, sehr fluffig. Also das ist der Wahnsinn. Hat aber relativ große Poren. Da bin ich mal gespannt. Und das hat hier so eine abgeschrägte Seite. Abwarten. So. Foundation ist geschüttelt, Ärmel werden hochgekrempelt, Haarreifen sitzt, los geht's. Die muss man aufdrehen und dann hast du keinen Pumper oder sowas. Das finde ich ein bisschen blöd, du hast ja so einen Spatel. Und jetzt gebe ich mir, du könntest mit dem Spatel direkt ins Gesicht gehen, das finde ich relativ unhygienisch. Ich mache mir einfach ein bisschen was von der Foundation auf meinen Handrücken. Die riecht tatsächlich ein bisschen wie Wandfarbe, ne? Ja, die ist ziemlich flüssig, finde ich. Und von der Farbe her könnte das sehr gut funktionieren. Dann nehme ich mir als erstes diesen flachen Pinsel und verteile einfach die Foundation grob erstmal in meinem Gesicht. Also die Farbe passt sehr, sehr gut. Das finde ich schon mal schön. Goodbye Photo Flashback. Also das entspricht wirklich meiner aktuellen Hautfarbe. Wenn die jetzt nicht irgendwie noch nachdunkelt oder so, dann ist es echt perfekt. So, hiermit habe ich die verteilt. Hiermit werde ich die jetzt erstmal einarbeiten. Also eigentlich braucht man keine zwei Foundation-Pinsel, finde ich. Mir hätte jetzt auch einer gereicht. Testest du auch mal gerne neue Sachen aus oder sagst du eher, da bleibe ich lieber bei dem altbewährten, da möchte ich jetzt nicht groß noch irgendwie andere Sachen austesten, weil das ist mir zu teuer, wenn ich mir das dann kaufe und das nichts ist, dann macht mir das keinen Spaß. Weiß ich nicht, kannst du gerne mal hier oben abstimmen. Ich bin ein Fan davon, mal neue Sachen auszuprobieren. Ich meine, ne, das sollte ich auch wohl sein, wenn ich einen YouTube-Kanal Beauty mache. Aber weiß ich nicht, damals war ich auch ehrlich gesagt gar nicht so experimentierfreudig. Was heißt damals? Ne? Ich bin ja erst vor einem Jahr ungefähr mit YouTube angefangen und seitdem werde ich immer experimentierfreudiger und es macht mir so viel Spaß, ja, einfach auch mal was auszuprobieren und sich darauf einzulassen und zu sagen, so, das ist jetzt neu auf dem Markt, das probiere ich mal aus, das finde ich total super. Und wenn es nichts ist, dann ist es halt nichts, ne? Hätte ich mir damals in der Ausbildung auch nicht erlauben können zum Beispiel. Oder ja, in einer anderen Zeit, wo vielleicht zum Beispiel nicht mein Freund und ich gleichzeitig arbeiten waren. Das ist dann halt auch immer so eine Sache, ne? Dass man halt abwägen muss, inwiefern das dann auch finanziell möglich ist und was man vor allem dann auch mit den Produkten macht, die man nicht weiterverwenden kann oder möchte. Da habe ich ja, dadurch, dass ich hier den Kanal habe, einfach unfassbar viele Möglichkeiten, durch Trash-Pakete das dann zu tauschen und andere neue Produkte auszuprobieren. Ja, also ich finde übrigens, durch den Pinsel hat sich das ganz schön einarbeiten lassen. Ich sehe aber noch Pinselstriche und arbeite das deswegen hier mit dem angefeuchteten Schwämmchen in die Haut ein. Das mache ich hier jetzt gerade mit der flachen Seite. Das funktioniert ganz gut. Das ist eine sehr matte Foundation. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen extrem matten Foundations, aber wir gucken einfach mal. Ja, also die Foundation hat mein Gesicht jetzt schon ziemlich perfektioniert. Sie ist aber nicht sehr deckend. Also wir gucken uns das mal von nahem an. So sieht die Foundation jetzt aus der Nähe betrachtet an. Ich finde sie ganz gut, ne? Also sie sitzt ganz gut auf der Haut, verbindet sich gut mit der Haut, deckt hier jetzt keine Rötungen ab. Ich versuche die
oder ich habe jetzt schon so viel verwendet, ne? Das ist natürlich ein bisschen krass. Ich versuche die ein bisschen aufzubauen. Wobei letztendlich ja Foundations nicht dafür da sind, um dann ja solche Rötungen abzudecken. Das ist ja eher was vom Concealer, aber ich versuche es einfach jetzt mal mit der Foundation, um zu schauen, wie gut die halt so deckt. Da ist Kinn ja immer so eine kleine Problemzone von mir. Sommersprossen auch so ein bisschen. Aber an und für sich, ne, sieht sie echt schön aus. Also die Farbe gefällt mir unfassbar gut. Sie ist halt sehr, sehr matt, aber mir gefällt die. Ich würde die auch so weitertragen wollen. Als Concealer habe ich hier den Fotofokus Concealer in der Farbe Light Ivory. Der kommt halt mit so einem ganz normalen Füßchen daher. Riecht ein bisschen angenehmer parfümiert als die Foundation und den trage ich mir hier mal auf. Der ist relativ dick und dafür habe ich auch ein extra Pinselchen, um den zu verteilen. Das ist so ein flacher Pinsel. Ja, das ist extra ein Concealer-Pinsel stand dabei. Den würde ich aber eher verwenden, um eine Cut Crease zu ziehen, muss ich ehrlich sagen, weil jetzt so. Und der Concealer trocknet unfassbar schnell, da muss man hurtig sein. Ui, ui, ui. Der Pinsel, der zieht mir auch zu sehr hier unten dann am Auge, weil dieser Concealer ja so pastig ist. Also da mache ich das deutlich lieber mit so einem Make-up-Schwämmchen. Das ist viel sanfter. Ei, ist der klebrig. Das merke ich richtig. Wenn ich so mit dem Schwamm drüber gehe, dann klebt das richtig da dran. Deckkraft leicht auch wieder. Also jetzt nicht so extrem. Ich muss noch ein bisschen nachlegen. Also ich finde, dass ich hier unten drunter immer noch ein bisschen mehr brauche, weil ich, keine Ahnung, bin da manchmal ein bisschen dunkler. Und gerade heute, ey, wir haben gestern einen Firmenausflug gemacht. Bootstour auf einem sehr sanften kleinen Fluss hier bei uns. Schlauchboot, 16 Leute in einem Schlauchboot und am Paddeln. Und boah, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir da gepaddelt haben. Ich habe einen Muskelkater. Das ist nicht mehr feierlich, Leute, wirklich. Oh, ich bin kein Sportmensch und wenn du dann von jetzt auf gleich so dieses Sportaktivitätsgedöns machst, das ist nicht meine Welt. Und es war vor allem, erst war es super, es war nicht so windig, man kam auch voran, alles war toll und später kam mega viel Wind, also es mussten alle paddeln und trotzdem sind wir nicht von der Stelle gekommen. Und später hat es auch noch geregnet, also das war total großartig, aber es war witzig, es war wirklich witzig. Ja, also den Concealer finde ich gar nicht gut. Ich finde den viel zu pastig, viel zu klebrig, viel zu dick. Das ist überhaupt nichts für mich. Ich kann mir den sehr gut vorstellen für eine Cut Crease. Ich glaube, da ist der ganz gut aufgehoben oder als Lidschattenbase. Aber für unter die Augen würde ich den nicht wiederverwenden. Das ist mir einfach zu heftig. Ich glaube, man sieht es eigentlich auch ganz gut. Der wird sich definitiv in die Fältchen setzen. Das finde ich sehr, sehr schade. Und ja, ist halt nicht für den Zweck geeignet, für den er da ausgeschrieben war. Das ist doof. Also ich denke, dass der weiter wandern wird, so leid es mir auch tut, ne? Aber naja, so ist das nun mal, ne? Dafür mache ich ja diesen Test, um zu gucken, was bleibt, was nicht bleibt, was gut ist, was nicht gut ist und was du vielleicht nachkaufen könntest oder besser nicht. Ja, für meine sehr trockene Augenpartie nicht so gut. Und ich habe heute Morgen eine Augenmaske gemacht, muss ich auch nochmal sagen, ne? Auch ein Puder habe ich nicht gefunden oder es war ausverkauft, deswegen puder ich eben kurz mein Gesicht ab und sette den Concealer. Dafür verwende ich übrigens hier den Powder Brush. Ja, also die Pinsel finde ich relativ pieksig. Jetzt auch hier den Puderpinsel. Ich finde die Pinsel von Essence, die man da ja auch preislich gut miteinander vergleichen kann, ne? Besser. Ja, unter den Augen habe ich es natürlich etwas intensiver aufgetragen, weil wenn ich gleich irgendwie Vorlaut oder sowas habe, das möchte ich nicht. Für die Augenbrauen habe ich hier auch einen Stift. Der hat einen Spoolie an der einen Seite und ein Stift zum Anspitzen auf der anderen Seite. Color Icon Brow Pencil in der Farbe Blond Moments. Ich bin blond, da habe ich mir gedacht, blond sollte ich mitnehmen. Oder scheint sehr weich zu sein. Wenn ich den jetzt hier mal auf dem Handrücken swatche, ne? Hat einen krassen Gelbstich. Wir gucken mal. Oder ist wirklich super weich, Leute. Wow. Da muss man vorsichtig und nur ganz leicht in die Augenbrauen gehen. Sonst hat man ganz schnell eine ziemlich dicke Augenbraue und der ist gelb, oh oh. Also von der Konsistenz her ist der so ein Zwischending aus Augenbrauenstift und Augenbrauenpomade fast schon. Wow, ey, das sieht aus wie Durchfall auf meinen Augen.
Und vor allem, wenn man das ausbürstet, dann breitet sich das einfach aus. Das ist ja furchtbar. Das sieht echt furchtbar aus, als hätte ich da wirklich Durchfall auf dem Auge. Und der Stift nutzt sich echt mega ab. Also das ist echt Hammer. Hammer. Ich lasse es jetzt so, aber ich finde es furchtbar. Ich finde es einfach furchtbar. So, ne? Der Stift wird mega weiter wandern. Nee, die Farbe ist nicht meins und irgendwie ist das ganze Ding nicht meins und... nein. Für die Augen habe ich mich für die Palette Comfort Zone entschieden. Ich weiß nicht, ist das meine Komfortzone? Ich glaube nicht so ganz. Du hast hier zwar einige Nude-Töne drin, aber dann auch so ein Petrol in Schimmernd und ein Grün und ne, es sind schon etwas andere Farben mit dabei. Also ich würde sagen, diese Seite ist von den meisten die Komfortzone, aber diese Seite ist dann mal etwas poppiger. Und abgesehen von den zwei Transition Shades hier oben und hier unten sind alle Farben schimmernd. Das finde ich persönlich ja immer ganz cool. Ich hatte mein Auge eben schon gesettet mit dem Puder, deswegen brauche ich jetzt eigentlich auch kein Setting tun und fange direkt mit der Transition Shade an, nehme dafür einen Blendepinsel auch aus dem Set, also aus dem Pinselset, also von den Pinseln, die man kaufen kann und nehme dann hier die hellere Transition Farbe. Da ist ordentlich Krümelkram dran, also ne? Es staubt hier ein wenig und kein Spiegel in der Palette, das heißt, ich nehme den von Jana wieder zur Hand, lege ihn mir hier oben so rein und ja, setze mir den Ton erstmal als Basis-Transition-Shade hier so rein. Es ist Sonntag und unser Nachbar hat sich überlegt, sein Auto zu saugen. Läuft bei mir, es ist direkt neben meinem Fenster. Also wenn ihr irgendwelche Sauggeräusche hört, Entschuldigung. Mit der dunkleren Transition-Shade vertiefe ich meine Transition-Shade. Also quasi, ich baue mir eine zweite Lidfalte, um mein Auge noch irgendwie so ein bisschen zu öffnen. Ja, also mit der Pigmentierung muss man erstmal klarkommen, weil die Farben sind doch relativ gut pigmentiert. Vor allem für Transition Shades sind diese Farben sehr gut pigmentiert. Das finde ich jetzt sehr überwältigend. Deswegen blende ich nochmal eben mit der hellen Transition Farbe nach oben hin aus, um das alles ein bisschen softer hinzukriegen. Ich habe hier gerade mal was geswatcht. Das hier soll das Petrol sein und das ist das dunkle Grün. Also die zwei Farben habe ich mir mal geswatcht. Interessant. Ich nehme dann das dunkle Grün erstmal und setze das mit so einem Lidschattenpinsel einmal nach außen. Ui, da geht die Krümelei ab. Aber es ist krass pigmentiert. Also das muss man der Farbe lassen, ne? Mit der dunklen Transition Shade verblende ich das hier an der Seite auch mal so ein bisschen direkt. Und dieses Petrol gebe ich mir erstmal auf den Pinsel und dann in den Innenwinkel und also quasi hier hin. Oh, der changiert aber schön. Das gefällt mir gut. Ich glaube, der wird auch mega geil aussehen, wenn man sich eine Cut Crease ziehen würde. Aber wenn ich halt solche Produkte als First Impression benutze, möchte ich keine Cut Crease ziehen. Dann möchte ich da sehen, wie die Farben performen würden ohne Cut Crease. Ich finde diesen Petrolfarbton wunderschön. Wow. So, mit der dunklen Transition Shade Farbe verblende ich hier oben mal so ein bisschen. Und dann nehme ich mir den Pinsel, den ich eben zum Concealer auftragen genommen habe und gehe erstmal in diesen Ton hier rein. Den setze ich mir aufs Zentrum. Es krümmelt und krümmelt und krümmelt. Das ist so krass. Also je nachdem, wie ich meinen Kopf drehe, schimmern die Farben einfach, ne? Das ist schon krass. Also der Look ist wirklich out of my comfort zone, Leute. Wow. Aber mir gefällt das so gut. Krass. Wir verblenden hier oben noch ein bisschen, ohne erneut Produkt aufzunehmen. Und einfach, um so ein bisschen diese ganze Krümelei mal so zu entfernen. Und mit dem Finger nehme ich diesen ganz hellen Ton auf. Der ist echt schön hell und den tupfe ich noch mal so ein bisschen drüber auf das absolute Zentrum. Wow. Wir wischen hier unten mal so ein bisschen das Fallout weg. Mit dem Puderpinsel geht das ganz gut und halt auch das lose Puder, was ich dort aufgetragen hatte. Den dunkelgrünen Ton, den ich auch außen aufgetragen habe, gebe ich mir jetzt hier unten einmal unter meinen unteren Wimpernkranz auf.
mit einem abgeschrägten Pinsel. Der ist auch von diesem, von Wet n Wild. Das geht relativ schwierig, weil dieser Concealer meine untere Augenpartie um 30 Jahre hat altern lassen. Und auf die innere Hälfte gebe ich mir dieses Petrol auf. Das sieht schon sehr, sehr dunkel aus hier. Das hätte ich nicht erwartet, muss ich gestehen. Also, und dann nehme ich mir einen Point Brush und setze mir den sehr hellen Ton, der hier mit in der Palette ist, sowohl als Inner Corner Highlight. Es ist ein sehr dezentes Inner Corner Highlight. Und als Augenbrauen Highlight. Da wirkt es super schön. Ich finde, so kann ich den Lidschattenlook erstmal stehen lassen. Also, die Palette ist sehr, sehr krümelig, das muss man wirklich sagen. Vielleicht lässt sie sich auch einfach besser verarbeiten, wenn man mit nassen Pinseln arbeitet. Aber ich wollte es wirklich in ganz normalem Zustand ausprobieren. Aber man kann damit auf jeden Fall einen sehr aufregenden Look schminken. Und ich denke, wenn man sich mehr an die Nude-Farben orientieren möchte und einen Alltagslook schminken würde, würde das genauso gut funktionieren. Aber, ne, macht auf jeden Fall was her. Und ich finde sie sehr, sehr cool, dieses Petrol. Ich bin verliebt in diese Farbe. Sowas habe ich in keiner meiner anderen Paletten. Und ich habe absolut viele Paletten. Ja, geiles Teil, wirklich, wirklich empfehlenswert. Benutzen wir nun ein bisschen Bronzer. Da habe ich den Color Icon Bronzer in der Farbe Ticket to Brazil. Das Ticket nach Brasilien, sehr gut. Der sieht sehr, sehr hell aus, finde ich. Also den sehe ich kaum. Das ist für mich eher ein Highlighter. Was ist denn hier los? Oh, guck mal, wie hell der ist. Oh nein. Der hat auch einen Schimmer mit drin. Schön ist das Blatt, aber irgendwie... Dann nehme ich hier einen abgeschrägten Pinsel. Das ist eigentlich ein Konturpinsel. Und dann trage ich mir den auf. Oh nein, bitte sei nicht zu hell. Und man sieht nichts. Cheater. Ich hätte Bronzer wirklich benötigt bei diesem Look. Aber man sieht einfach gar nichts. Oh nein. Warum bist du so hell? Man sieht ihn null, ne? Da kommt gar nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, Leute. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht mal einen Glow. Also für mich ist das ein Puder. Toll. Also, hier hätten sie ihr Puder gehabt. Frau von und zu. Aber es ist kein Bronzer. Tut mir leid. Da sehe ich nichts auf meiner Haut. Mm-mm. Ja, durchgefallen. Ich nehme einen anderen Bronzer, denn ich brauche bei diesem Look einen Bronzer und ich muss noch ein paar Videos drehen. Also, da gab es auch noch tatsächlich andere Bronzerfarben. Da habe ich, ich bin so hell, ne? Und da habe ich mir gedacht, ich kann doch wohl so einen hellen Bronzerton auch nehmen, aber Das ist immer das Problem, wenn man halt online die Produkte kauft und sie nicht im Laden swatchen kann, ne? Das ist echt schade. Und dieser Pinsel ist tatsächlich nicht für trockene Verarbeitung von Puderprodukten geeignet, würde ich mal so sagen. Ich denke eher, dass es halt für Cremekontur was wäre, weil so lässt er jetzt diesen Bronzer, den ich jetzt hier auftrage, sehr fleckig aussehen und der ist nicht fleckig. Das ist von Sleek einer, diese Palette. Neuer Pinsel, neues Glück, Leute. Nehme ich jetzt einfach den Puderpinsel. Ja, dann gucken wir mal, was der Blush so treibt. Color Icon in der Farbe Pearlescent Pink. Ja, auch der krümmelt. Aber der hat wohl Farbe. Der hat auch einen Schimmer. Ich mag Schimmerblushes sehr gerne. Dann gucken wir mal, wie der jetzt auf dem Gesicht performt. Und dafür habe ich einen extra Blush Brush. Wird jetzt abgetragen. Ja. Das war nur dieser kleine Pinsel, der rausgefallen ist. Ich hatte gerade schon Bedenken. Guck, der ist ein bisschen mehr pigmentiert. Da sieht man auch was von. Aber der krübelt wie sonst was. Guck dir das mal an. Uiuiui. Ja, der Pinsel greift das Produkt auch nicht so sehr auf. Also, wenn man den abklopft oder jetzt halt, wie ich gerade auspuste, dann geht das meiste verloren. Und der krümelt. Ei. Ei, und der Pinsel verliert schon Haare, ne? Supi. Nee. Da kann man besser die Pinsel von Essence nehmen. Die sind besser. Es ist staubig hier, Leute. Richtig staubig. Ja, aber die Farbe vom Blush gefällt mir. Also der lässt sich jetzt auch aufbauen.
und wird zu einer sehr schönen, angenehmen Nuance und passt auch ganz gut zu meinem Gesicht. Ich bin mal wieder zu weit nach vorne gegangen. Sorry, Carmen, ich weiß, jedes Mal triggert es dich. Ich wollte das nicht. Ja, die Zwei-Finger-Regel, die Zwei-Finger-Regel. Aber irgendwann komme ich dann, wenn ich hier anfange, dann doch hier vorne an und dann wird eskaliert, ne? Ich weiß auch nicht, was ich an meiner Nase verkehrt gemacht habe. Die sieht irgendwie ganz schön groß heute aus. Ich glaube, da bin ich mit dem Bronzer etwas zu sehr eskaliert. Ich habe keine Ahnung, heute ist nicht so der beste Make-up-Tag offensichtlich. Und das Produkt ist sehr staubig. Ich werde es nochmal mit anderen Pinseln versuchen. Aber die Farbe gefällt mir richtig gut. Das ist nicht pink, finde ich. Das ist eher so ein Melone-Farben und das gefällt mir sehr gut. So, jetzt wird erstmal das Setting Spray verwendet. Da habe ich das Photofocus Natural Finish Setting Spray. Das sieht aus wie eine Eieruhr, ne? Sehr geil, hier mit den Strichen drauf. Ja, das riecht sehr angenehm parfümiert, aber es hat einige Flecken im Gesicht hinterlassen, die ich jetzt gerade nochmal so eintupfe. Aber, ja, ne? Was soll's? Dann nehme ich hier den Highlighter, den Mega Glow Highlighting Powder in der Farbe Blossom Glow. Der sieht sehr vielversprechend im Pfändchen aus. Fühlt sich auch schön weich an. Und der ist in einem schönen Holo. Also ich denke, das wird was. Ich hoffe. Hallo? Also der Fingerswatch war ja schon mal vielversprechend, aber mit dem Pinsel kriege ich da gerade nichts raus. Ich rühre da mal so richtig drin rum. Vielleicht muss die erste Schicht irgendwie ab. Da kommt jetzt nur sehr wenig. Da habe ich hier mehr auf dem Arm als jetzt im Gesicht. Ei, das ist ja krass. Na gut, wenn man jetzt ein paar Mal öfter reingeht, dann lässt er sich auch schön aufbauen. Na gut, ich habe nichts gesagt. Ja gut. Meine Herren, aber man muss den schon ziemlich aufbauen, ne? Also da muss man etwas öfters und etwas intensiver mit dem Pinsel rein, um halt den Glow zu bekommen, den man gerne haben möchte. Das ist so ein leicht rosa schimmernder Glow. Das ist ja die Blossom Glow halt, ne? Was ich mir ausgesucht habe. Und der gefällt mir gut, aber ich finde es ein bisschen nervig, dass man den so viel aufbauen muss. Wahrscheinlich ist es auch mal wieder nur hier im Kameralicht und dann gehe ich gleich ins Tageslicht und denke mir, huch, Claudia, was hast du da schon wieder getrieben? Ja. Ich gebe mir das übrigens auch aktuell sehr gerne so auf den Wangen auf. Auch wenn ich so einen minimal schimmernden Blush habe, aber ich mag das so gerne, dass ich, wenn ich lächle, dass es hier so diese Pünktchen gibt. Wisst ihr, was ich meine? Dass man halt so ein... dass es so gesund aussieht. Das mag ich einfach. Und ja... Also vom Glow her gefällt er mir ganz gut. Der ist auch nass und hat nicht irgendwie so Glitzerpartikel oder sowas mit drin. Das finde ich schön. Ja, fast schon natürlich. Ich meine, so einen Glow hat man in der Natur jetzt nicht unbedingt, ne? Aber es ist schon sehr seidig, dieses Finish. Und so glänze ich nun vor mich hin und fühle mich wohl damit. Also ich finde es ein bisschen schade, dass man so kräftig hier rein muss, denn du siehst hier auch, dass schon dieses eingestanzte Muster etwas zerstört aussieht, weil ich halt echt intensiv mit dem Pinsel dadurch rühren musste. Es war ja kein Reintupfen wie bei anderen Highlightern, sondern ein ne? Und ja, heftig. Aber gut, ansonsten gefällt mir der Highlighter. Ich finde diesen Glow extrem schön. Man muss ihn halt wirklich aufbauen. Ein Eyeliner darf natürlich nicht bei mir fehlen. Das ist der H2O Proof, also ein wasserfester Liquid Eyeliner. Und den tragen wir uns mal auf. So kommt das Produkt raus. Das hat eine solche Spitze und man kann da präzise mit arbeiten. Das ist jetzt keine Filzstiftspitze. Oder eher doch, ich weiß nicht. Das ist so eine sehr, sehr präzise, aber auch sehr harte Spitze. Gucken wir mal. Und das ist ein Dip Eyeliner. Das hat jetzt deutlich besser und einfacher funktioniert, als ich gedacht hatte. Ja, doch, das finde ich ganz schön. Also ich finde auch, dass der schön schwarz ist. Ich musste jetzt 2-3 Mal reindippen, um dann wirklich komplett einen Eyeliner ziehen zu können. Das finde ich aber nicht so schlimm. Also ne, ich bin dann zwar im Flow, muss dann absetzen, aber das ist nicht schlimm, weil dann denke ich auch selber mal dran zu atmen. Denn meistens halte ich einfach die Luft an, wenn ich meinen Eyeliner ziehe, weil ich es nicht verkacken will. Ja, ne, gefällt mir, aber es fehlen noch Wimpern. Für die Wimpern habe ich dieses coole Teil, die Regenerate Lash Mascara. Die fand ich einfach von der Optik her richtig interessant. Und ja, vom Bürstchen her
Es ist ein Gummibürstchen, natürlich, weil ich Gummibürstchen total super finde. Und das hat hier auch schon wie so ein Bommel vorne dran, ne? Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Ich denke, dass es für den unteren Wimpernkranz sehr angenehm sein wird, aber wir gucken mal. Probieren wir das Oschi von Teil mal aus. Den Oschi von Teil. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, was soll ich sagen? Ich finde sie nicht so toll. Also ja, sie macht sich jetzt schön auf meinen Augen und sie komplettiert den Look und das sieht auch alle irgendwie ganz nice aus. Aber ich finde, dass sie ziemlich klumpt und der Auftrag ist echt schwierig mit diesem Bommel da vorne dran. Das gefällt mir nicht. Die werde ich nicht weiter verwenden, die werde ich weitergeben. Und last but not least habe ich hier einen Lippenstift in der Farbe In the Flesh. Ja. Riecht nach nix. Sieht schön dezent aus, was jetzt auch zum Look auf jeden Fall für die Lippen passt. Und den mache ich mir jetzt mal eben drauf. Achso, und der sieht unspektakulär aus. Ich denke, dass der im Auftrag nicht ganz so easy peasy sein wird. Der ist zwar rund vorne, aber mir fehlt irgendwie diese Tropfenform nach oben, um halt irgendwie in die Ecken und so reinzukommen. Mal schauen. Ja, sieht sehr, sehr passend aus. Ich finde, dass er zu der Transition Shade auch sehr gut passt. Und ja, er fühlt sich auch sehr angenehm auf den Lippen an. Und irgendwie fühle ich mich fremd. Aber ich mache mich kurz fertig, sprich, ich öffne meine Haare und put the Schmuck on und bin dann sofort wieder da. So, ihr Lieben. Ja, das ist jetzt der fertige Look tatsächlich. Und ja, ich muss sagen, ein paar Produkte fand ich wirklich gut. Ein paar Produkte werden direkt weiter wandern. Ja, die Lidschattenpalette finde ich unfassbar cool. Da kann man echt so tolle Dinge mitmachen. Die Foundation muss ich jetzt erst noch ein bisschen testen, weil sie jetzt auch gerade mir sehr, sehr trocken vorkommt. Aber ich gucke einfach mal, ob ich die vielleicht auch mit einem anderen Primer ein bisschen besser verwenden kann, der etwas feuchtigkeitsspendender ist, weil sie so wirklich trocken ist. Über den Concealer brauchen wir nicht reden. Den Eyeliner finde ich wirklich bombastisch toll. Ich mag den Blush, ich mag auch den Highlighter richtig gerne. Und den Lippenstift, ja, da habe ich einige in der Farbe. Da muss ich gucken, ob ich den lieber mag als die anderen, die ich in der Farbe habe. Aber ansonsten finde ich die Marke ganz cool. Also bislang nur bei Edeka im Laden gesehen und nun auch bei Rossmann Online. Ich hoffe, ich konnte dir auch ein bisschen helfen, vielleicht so ein bisschen zu schauen, wie die Produkte wie so funktionieren und ob sie auch was für dich sind. Und ja, wenn das Video dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren, würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!